So, willkommen zurück zu Dead by Daylight, nach dieser kleinen Phase aus der letzten Folge. Naja, jetzt bin ich ein bisschen asi, jetzt setzen wir einen Michael rein. Ich hab keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. So, Digga, jetzt wird aufgeräumt. Hoffen wir zumindest mal. Wie gesagt, das was mich gerade angekostet hat, war wirklich dieses Teamwork von den Ausgangstoren. Und nicht unbedingt dieses, ich habe alle vier verloren. Das ist das Problem. Ich hätte gerne einen gehabt, klar. Und da stehen sie mit drei Mann vom Haken und blocken dich weg. Na gut, aber klar, das ist legitim, ist passiert. Aber trotzdem, ich habe dieses Teamwork auf den Sack gegangen. Egal. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Schauen wir mal, ob das jetzt in der Runde ein bisschen besser läuft. Oder ob das wieder so eine Katastrophenrunde wird. Schauen wir mal, ob das jetzt ein bisschen was Besseres wird als das, was wir da eben abgeliefert haben. Ich merke aber, dass das Matchmaking kaputt ist, dass man da 5er und 9er dabei hat, obwohl ich Rang 20 bin, weiß ich nicht. Sind wir auch nicht richtig. Ja, kann doch besser werden. Gleiche Quatsch wie eben, wo wir mit der Hexe gespielt haben, oder gestern, meiner Meinung nach.
War ja gestern, war ja nicht, oder? Oh, es geht los. Jetzt finden wir die Runde doch ein bisschen schneller. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir eine vernünftige Runde kriegen. Mitten nach halbwegs vernünftigen Map. Ich würde mir übrigens den nächsten Clown noch hochleveln, weil ich den irgendwie relativ cool finde. Wir haben nur einen Überlebenden. Macht auch einiges. Ja, schauen wir mal. Kann doch besser werden als in der. Als das mit dem. Ah, wenigstens haben wir da. Aber ich hoffe nicht, dass wieder die gleichen sind. Nicht wieder die Gold. Warte mal, guck mal. Ich weiß gar nicht, ob dir das war. Ich habe den Namen nämlich nicht gesehen. Was hat denn der da in der Hand? Achso, weg, kommst du weg zum Koffer. Komm, drück doch mal bereit. Und weit, okay. Leute. Jetzt geht's los. So, jetzt bitte eine vernünftige Map und nicht wieder diesen Laborquatsch. Das war, lag ein bisschen auch mit. Ja, meine Leistung war nicht gut, definitiv nicht. Aber ich, ja, naja, egal, scheiß drauf. So, was kriegen wir denn jetzt? Vor allem hatte ich da 5er und 9er mit drin, weißt du? Die neue Map vom Todesboten. Na gut, gucken wir, was unser kleiner Michael. Eine Besessenheit. Macht das noch keiner drauf? Die Map ist verdammt weitläufig. Finde ich. Da ist doch einer. Scheiße, falsche Taste gedrückt. Scheiße. Ich habe überladen drin, die habe ich angepasst. Wo? Was? Wo? Ist ja rein. Schön doch. Da hinten. Nee. Das war nicht ganz unklug. Ganz klug. Ich habe also eine Gräfe auf zu weckeln, ui. Ich habe mir sowas schon gedacht, ich habe schon sowas öfters mal abgekriegt. Du Alte, bist eh tot.
Wenn ich den nochmal habe, dann. Hallo, hängt mir jemand mein Dwight ab? Wo ist er denn? Ich bin wieder verrückt. Meine Besessenheit. Scheiße. Komm, lass dich mal anschneiden. Steck ein Stück Pizza. Ich weiß, dass du was du suchst. Ist kalt. Wo? Da. Ah, zu früh. Ah, Mann, diese scheiß Kisten. Oh, ein Keller. War mir klar. Weiter, 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 weiter. Wo soll hin? Links hin. Ich drücke mal zu früh. Du kommst in den Keller, Digga. Komm her hier. Keiner weiter an der Ecke, okay. Das war mir fast klar. Okay. Da bist du. Das ist meine Besessenheit. Boah. Ich spiele das gar nicht mehr so schlecht. Jetzt hab ich dich. Hä? Sprich lauter, du kannst gerne ticken. Da ist er. Warum levelst du dich nicht auf Diabolico? Warum soll ich? So, du müsstest jetzt tot sein. Komm her, Digga. Nächstes Eigel. Manchmal hilft, ruft eine Krankenschwester auch. So, wo war mein Dwight? Er ist runter, ne? Ja. Das war's, Digga. Kommst du in den Keller? Machen wir zweiten oder Feierabend. Das war nicht so ganz intelligent. Das war doof. Das war der zweite. Das war wieder der Generator da, der da. Hast du noch? Ja. Die hängen noch nicht, leider. Aber jetzt gleich. Der Hacken nehme ich hier in den Mann. So, Digga. Nächste.
Und keine Sorge, wenn ihr alle Generatoren machen solltet, dann habe ich auch eine kleine Überraschung für euch. Und nein, warum ich mich nicht hochsocke, scheinbar lohnt es momentan. Krieg ich den? Nee, kein. Ja, schade. Geht, stimmt, geht nicht. Sich am Überlebenden hochzustalken. Was ist denn nein? Ich meine, das ist jetzt der vorletzte, ne? Das wird der jetzt auch machen. Der geht eh auf die Luke. Soll sich mal heilen. Tot. So, fehlt nur noch einer. Tot. Kann man denn mal einen Haken dort? Wenigstens alle vier. Die Runde liegt auf schon eine Ecke besser als die letzte Runde. Sag ja, ruf an der Krankenschwester, mit zwei Positionen verraten. Ja, bei Michael kann ich es dann doch irgendwo teilweise noch am besser. Mmh, 17, 10, oh, die 10er. Na ja, gut. Viele Punkte haben sie ja nicht gemacht, außer der letzte jetzt vielleicht noch. Nicht mal einen abgehängt. Die hingen, die waren direkt tot. Irgendwann. Goldgamer gar keinen einzigen drin hat. Das war der Dwight. Ja, ja, ja. Ah, das lief doch schon mal eine Ecke besser. Ja, so ist das. Genau, ich level mir dann irgendwann mal einen Clown hoch. Dann mal gucken, was wir drin haben, aber irgendwas Schönes drin haben. Was hat denn der da drin gehabt gerade? Aha, keine Ausrufletten. Machen wir erstmal das rein. Dann gehen wir mal auf das Blutnetz. Was wir drin haben für Clowny haben. Und Tröser Schein, den ich auch sehr gerne spiele. Ich habe keine Links mehr. Keine Blutpunkte mehr.
Gut. Da guck mal, was ich im den Rinnen hab drin. Kann das so früh die Antenne, gell? Da können wir vielleicht so ein Trusser schreien. Wir probieren es danach nächste Runde mal mit drin.